Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Die Sims 4, Schwarze Witwe. Und ich habe jetzt genervterweise Angeln und auch dieses blöde Gartengedöns hochtrainiert, indem ich alles abgeerntet habe, was ich gefunden habe und rumgegammelt bin. Was echt langweilig gewesen ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich dadurch vielleicht eine Chance auf diese Kuhpflanze habe. Ich meine, höher als Level 10 geht's nicht. Ja, du sollst die Latte Fische fangen, du blöde Schnepfe. Komm mal hier hin. Mach das mal hier hinten. Ich hätte aber vielleicht noch gucken können, während ich damit beschäftigt war, alles zu ernten. Oh, hier ist wieder was reif. Dieser Baum ist allerdings in der Zwischenzeit kein einziges Mal. Ah. Ableger nehmen. Meins. Was? Kleine Fische. Arme kleine Fische. Das bringt es mir jetzt voll. Ich dachte, dass er zunächst sagt, um was es geht. Das hat gerade ausgesehen, als hätte sie einen Tintenfisch rausgezogen, ne? Meine nur. Ja, mhm, richtig. Was ich nicht alles hier in diesem Wasser finde, das ist echt beeindruckend. Eine Rose habe ich auch schon geangelt. Bin auch schon immer dauernd dabei, das Zeug wieder zu verkaufen. Ach, Himmel. Ich will doch einfach nur eine Kuhpflanze, verfluchte Sch... Oh nein, oh nein. Was macht sie? Tussi, da vorne ist, ne, ist ein Klohaus, ne? Was ist vorne? Geh bitte nach Hause. Die kann man aber echt zu nichts brauchen. Was meint ihr, wie nervtötend das jetzt die ganze Zeit gewesen ist? Jetzt hat sie auch noch vor allen Dingen in Wien. Als ich versucht habe, dieses Angelsch da zu erlernen. Wenn sie alle 5 Minuten fressen, schlafen, pinkeln will. Das ist echt annoying. Die soll eigentlich nach Hause gehen. Ja, mein geringes Baby im Park. Es ist ein Junge schon wieder. Oh Gott, das auch noch. Ich krieg zu viel. Ja, der heißt jetzt einfach... Kevin. Nee. Das ist zu hart. Ich nenne ihn... Monoyokai. Genau. Und nehmen auch mal wieder ein bisschen Dings. Ja, ich wäre schon glückliche junge Frau, wenn du mit deinem Kind nach Hause gehen würdest und jetzt nicht im Park rumgammelst damit, okay? Ach, wenn du schon keine Kuhpflanze dingst, dann werde ich den jetzt einfach in die Sauna stecken. Das ist kein Problem. Bin ja mit dem anderen Spaten eh verheiratet. So. Jetzt machen wir folgendes. Du duscht. Ach ja, schön. Gut, er kümmert sich zumindest ums Kind. Dann kommt mal irgendwann der Postbote hierher. Wieso müssen die dann immer alle gleichzeitig pinkeln? Ihr macht mich krank. Dieser Haushalt ist komplett gestört. Komm mal hier runter.
das hier her. Und dann... Küssen. The Samba. So, so. Tariff Prow. Bjorn. Du musst es schon sehen, sonst macht es doch keinen Spaß. Bist du echt dumm? Stört den gar nicht. Na also. Norb! Denke, Trebna. Nein, wir machen jetzt kein Baby mehr. Dieses Schwangersein macht mich nämlich blöd im Kopf. So, du gehst jetzt in die Sauna. Damit wir das mal sehen, wie das aussieht. So, komm her. Das ist mir jetzt Wayne. Ich könnte allerdings das so machen. Halt. Halt, stopp. Du machst hier ein Zitrusbad. Du gehst hier rein. Du wirst nämlich jetzt versehentlich das Klo benutzen. Was? Oh mein Gott, eine Frau! So. Dann gehst du hier selber baden mit Rosenblättern, damit es richtig cool von der Seite kommt. Und dann gehst du da rein. Und du gehst auch da rein. Wunderschön. So. Tür abschließen für... Leben. Zugriff gestatten für... Kitsune. Willi. Zurückgestatten für Foxy. Zurückgestatten für Trebi. Ach, ist das immer umständlich. Aber, wäre jetzt gemein. Versucht das jetzt so. Geben. Dann zu dritt gestatten für Zone. Das Baby kann leider noch nicht rein. Keiner kümmert sich schon wieder mal um das Kind. Das ist super. Ich habe die tollsten Eltern hier ever. Ja, jetzt kümmere dich halt um dein Kind, du Sch. Darfst eh nicht pipi gehen. So, jeder kommt dann hier rein, bitteschön. So. Fipu! Lips. Bar. Shusha. Boy. Sollt nicht in die Arbeit gehen, ihr müsst Bjorn zugucken, wie er sich anpinkelt. Ja, Trina.
Nein. Ah, ein Chibi. Ah, sie eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht? Natürlich hat sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Hat die auch keine Schule? Ach so, Madame geht einfach nicht. Gehst du jetzt mal in die Schule? Bist du irgendwie dumm? Also das ist also eine Göre. Bleibst jetzt hier. Tankuba, Urabau, Wimper. Kannst du mal ein bisschen schneller pinkeln? Wurscht. Du gehst jetzt nochmal duschen. Da kann er gar nicht reingehen. Okay, Moment. Wunderschön. Und dann... Oh, der ist aber auch schon sehr... gedingst. Ja, naja. Kann ich mir jetzt nicht helfen. Dann gehst du nämlich... duschen. Piss ja nicht in die Dusche. Geh da rein. Der hat in die Dusche gebrunzt! Was eine alte Drecksau! Ich glaube, ich spinne, ey! Was eine alte Wildsau! Das ist ja wohl der Oberwitz schlechthin. Oh Gott, geht der mir auf den Zeiger, der Junge. Okay. Kein Bock auf Embarrassing. Das kann dann der Postbotenman machen. So, hier rein mit dir. Jetzt bin ich ungeduldig. Jetzt reicht's mir. Mit dem. Kannst du mal bitte da rausgehen? Schnäpfiner. Oh, die Frau macht mich wahnsinnig. Jetzt rennt sie ihm auch wieder hinterher. So, bitteschön, Koch. Ja, geh in die Arbeit. Ja, da kann ich dir nicht helfen. So. Frohes Jabba. Oh-oh. Jetzt kümmert sich schon wieder keiner ums Kind. Windeln wechseln. Ja, kannst du auch machen. Kitsune, manchmal bist du echt ein... Luna. Und dann kannst du dann das Ding weiter essen. Kann man diese arschige Musik da ausmachen da drin? Dankeschön. Weiter!
mein Kind. Sie hat natürlich wieder nicht gemacht, was sie tun soll. Weil stattdessen, dass sie mal ihr blödes Essen futtert, die Knallerbse. Nö. Warum denn auch? Das wäre auch zu einfach. Kannst du immer noch pennen, du Schnäpfiner? Muss sie jetzt erst einmal da rumrennen? Fast so anstrengend wie Björn um die Ecke zu bringen. Er ist total traurig, sauer, gleichzeitig ist er beschämt und hat einen Quantumtüte auf dem Kopf. Los jetzt, kratz ab. Du wirst es doch auch, du wirst es doch auch. Jawohl. Dann hast du es hinter dir. Sich mal irgendwann um das Kind kümmert, ne? Wäre auch mal schön. Was denn jetzt? Manchmal ist das Spiel so verbuggt, das nervt. Was hat sie denn? Ach so, die träumt. Wow. Los, stirb. Stirb. Stirb, 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 stirb. Verrecke hinter der Saunatür. Yay! Ableben durch Hitschlag. Jetzt sehen wir's mal endlich. Bum, 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 bum. Wo geht er denn jetzt hin, der blöde Penner? Wieso? Okay, er ist so gnädig. Er lebt woanders ab. Ich sterbe, es ist so heiß. Es ist so heiß. Nein! Bam, bam, badam, bam, badam, bam, 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 bam. Okay, der muss erst aus der Sauna rausgehen und dann darüber. Deswegen ist wahrscheinlich Vin Diesel einfach verschwunden. Trauern, weil Zeuge des Ableben eines geliebten Sims war. Oh. Scheiß drauf. So, genau. Du gehst ins Bett. Das Kind schläft auch. Du gehst pennen. Er ist tot. Wenn du heimkommst, kannst du auch erstmal pennen gehen. So. Wir haben einen weiteren Affen umgenockt. Heususen-Man. Irgendwie tut mir das für Johann leid. Das war ja schon nicht nett. Schwarze Witwe! Lass einen Sim 5 Ehepartner überleben. Hihi! Ich weiß nicht, von was die reden. Also ich würde jetzt mal sagen, das war ein Unfall. Oder? Habt ihr doch auch so gesehen. In die Gruft mit dem Penner. Björn kommt hinten dran. Gestorben Sauna. Ja genau, Hitschlag. Techtelmechtel. Herzstillstand durch... Herzstillstand durch Wut. Dann hatten wir das Techtelmechtel. Dann hatten wir getrunken. Wir hatten Sauna und jetzt haben wir nochmal Sauna. Aber embarrassing oder in Verlegenheit bringen ist sehr WTF. Naja. Durch die Hand der schwarzen Witwe gestorben. Ja, genau so rum. Könnt ihr nicht aufhören, immer so einen Text da rein zu machen? Ich will doch nicht immer das als erstmal löschen. Durch die Hand der schwarzen Witwe
gestorben. Hitzschlag. In Klammern. Sauna. So. Ist zwar im Endeffekt dasselbe wie hier, aber Wayne. Ich hab ja nicht die Pflicht, dass ich 10 verschiedene Tode mache. Also heißt, wir haben noch 5 Typen ausstehen. Hier ist der nächste. Das heißt, wir müssen uns wieder ein neues Opfer suchen. Was wieder nervt töten wird, bis wir uns wieder mal irgendeinen Affen aussuchen, der dann zufällig auf uns steht und bla bla bla. Aber wir haben endlich wieder einen Mord hinter uns. Da, 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 da. Warum ist hier eigentlich der Fernseher an, wenn hier keiner guckt? Oh, der Tod. Es tut mir leid, Tod. Ich hab dich nicht gesehen. Nein, ich will nicht mit Bella Grusel abhängen. Oh. Und Jima. Oh. Zune, steh mal auf und freunde dich mit dem Tod an. Heu nicht immer rum. Der Tod, siehst du, deswegen ist der Tod jetzt abgehauen, weil du wieder rumholst. Der wird sich ja denken, du kannst mich... Oh, oh! Wenn ich das nicht repariere, habe ich meinen nächsten Toten schon da. Aber ich muss den erst heiraten, den blöden Arsch. Willi, komm her. Du musst nicht ins Bett. Willi. Romantisch. Ach nein, jetzt weiß sie wieder Depri ist, kann ich ihn nicht gleich heiraten. Nein! Ah! That's so annoying. Es. Nein, ich will nicht mit dir reden, du dumme Kuh. Und dann kannst du dich da ausholen. Der ist sowieso einfach nur müde, mehr oder weniger. Du gehst aufs Klo. Gehst dann... Ja, geh ein Schaumbad machen. Und dann kannst du schlafen. So. Trebi ist total angenervt. Der kann auch... Gericht nehmen. Fernsehen. Ja, kannst auch gerne mit Puppen spielen und schlafen. Ist Magic der Goldfisch eigentlich noch am Leben? Ja. Den hat sich eben irgendwie keiner mehr gekümmert, ne? Also so nebenbei mal erwähnt. Die Leute sind hier alle ein bisschen... auch was essen. Wenn sie nicht immer... Was ist denn jetzt? Dankeschön. Wenn man diese Heususen-Nummer hätte. Oh, ich muss jetzt trauern. Musste gar nicht. Diese Heul... Wenn du damit fertig bist, kannst du dann die Hausaufgaben machen. Wenn du damit fertig bist, kannst du auch Hausaufgaben machen. Ich habe gehört, dass jemand mir im Herzen lang gestorben ist. Oh, mein herzliches Beileid. Oh, sup, 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 sup. Kummer-Hotline anrufen. Als wenn sie das wirklich so tangieren würde. Das interessiert sie doch eigentlich gar nicht. Das ist doch ein Witz. Wenn man schauen und dann. Hausaufgaben machen. So. Wir haben wieder einen Typen ums Eck gebracht. Kitsune ist noch am Rumheulen.
Wir werden dann, hoffe ich doch... Nein, ich möchte den Fisch da nicht rumdingsen. Dankeschön. Wir werden dann hoffentlich im nächsten Part sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei die Sims 4 Schwarze Witwe Challenge. Bis dahin, ciao, ciao.